Ich bin froh, dass die Kunst des Diebes dir nützlich sein konnte, aber unser Problem ist immer noch nicht gelöst. Tja, leider. Alle haben irgendwie kalt. Aber ich verbrenne fast. Okay. Es ist so kalt. Ich hoffe ihn aber... Hat sich nicht erkältet. Ja, das hoffe ich auch nicht, Mann. Oh, scheiße. Was ist bloß los? Flint! Janelle? Wir haben die Kinder gefunden. Sie sind in den Fluss gefallen und sind hier angespült gekommen. Ich kümmere mich um Bonnie. Bitte beeil dich, sie zu sehen. Komm schon, Bonnie. Oh, armer Bonnie. Ja, aber die Kinder, sie sind gefunden. Ah, cool. Okay, dann gehen wir doch gleich mal hin und schauen, was eigentlich genau passiert ist. Hinaber ist eine wundervolle Person. Und ich bin mir sicher, dass Gott über sie wacht. Tessie kümmert sich jetzt im Moment um die Kinder. Schnell, beeil dich und seh sie. Okay, dann machen wir das wohl. Oh, Flint, das da. Schnell, hier entlang. Natürlich. Oh, da sind sie ja wirklich. Dad! Ich habe ein wenig Tee gemacht, Flint. Bitte, nimm ein wenig, um dich aufzuwärmen. Hey, hier alle. Wir sollten alle ein wenig Tee trinken und aufwärmen. Oh, die armen Kinder, sie sind ganz durchnässt und frieren fast. Ich wundere mich, wo Klaus und Lukas in den Fluss gefallen sind. Wo könnte das gewesen sein? Ja, egal, aber ich bin froh, dass es ihnen gut geht. Es sieht so aus, als wenn sie beide in den Fluss gefallen und sind hier dem Strom abwärts weggeschwommen. Arme kleine Dinger. Klaus sagt nichts mehr. Wir haben ihn aber immer noch nicht gefunden. Aber du solltest dich jetzt am besten wärmen beim Feuer. Wenn du so weitermachst, dann geht es dir noch schlechter als ihr. Oh, Gott sei Dank sind sie okay. Was für eine Erlösung. Ich glaube, wir haben immer noch nicht Hinabe gefunden. Wo zur Hölle könnte sie bloß stecken? Ja, wo zur Hölle ist sie? Ich wundere mich, was sie wohl essen werden, wenn die Mami zurückkommt. Ich hoffe, dass sie bald zurückkommt. Ja, das hoffe ich auch. Oh, noch ein Päckchen hier. Beef Jerky. Ja, gut. Aber wo ist Hinawa? Ist sie hier hinten? Es ist gut, dass sich die Eltern langsam auch Sorgen machen um die Kinder. Okay. Deswegen sind ja auch wir groß geworden und zu vernünftigen Erwachsenen herangewachsen. Haha. Ist hier was? Hey, Flint, wo willst du überhaupt hin? Willst du deine Kinder ganz alleine hier zurücklassen? Nee, natürlich nicht, aber ich suche doch immer noch Hinawa. Ist sie nicht hier irgendwo? Hier die Kleider? Die Kleider der Kinder sind hier aufgehängt, sind ganz nass. Dad! Diese Kinder sind bis auf die Knochen durchnässt. Wir müssen sie wirklich wärmen. Flint! Oh. Bronson? Na schnell zurück, vielleicht hat er eine Spur. Flint! Ich bin mir nicht sicher, was ich sagen soll, aber... Bleib einfach ruhig und hör mir zu. Ich habe gute Neuigkeiten und ich habe schlechte Neuigkeiten. Was möchtest du zuerst hören? Nein. Lass mich erst mit der guten Neuigkeit starten.
Ich habe einen großen Drago-Reißzahn gefunden. Das wird sicher eine großartige Waffe ergeben. Ich habe gedacht, du könntest sie später nutzen. Und für die schlechten Neuigkeiten... Die schlechte Neuigkeit ist, wo ich diesen Reißzahn gefunden habe. Er war durch das Herz deiner Frau gestochen worden. Flint, bitte versuch ruhig zu bleiben. Ich denke, der einzige Grund, warum Klaus und Lukas noch am Leben sind, ist, dass sich Hinawa ihr Leben riskiert hat, um sie zu beschützen. Flint! Flint, ich bin mir nicht sicher, was ich sagen soll, aber bitte, reiß dich zusammen! Ach. Oh, Scheiße! Boah! Er ist völlig übergeschnappt. Flint! Was tust du bloß? Klaus und Lukas, schauen doch zu! Niemand wurde je ins Gefängnis von Tasmilli geworfen. Du hast die Ehre, der Erste zu sein. Flint, du hast Olli und Abbott wirklich einen harten Schlag verpasst, aber ihnen geht's gut. Wegen Hinawa, ich kann nur meine größte Kondoleszenz aussprechen. Aber warum sollte ein Drago überhaupt jemanden angreifen? Sie sind so friedliebende Tiere. Ja, nimm es im Moment ein wenig auf die leichte Schulter. Bitte, bleib hier und ruh dich aus. Du hattest wirklich eine harte Zeit. Bitte, versuch ein wenig zu schlafen. Der Reißzahn des Dragos, der in Hinawas Brustkorb war... Ich hebe ihn für dich auf. Wenn du hier rauskommst, dann komm zu mir und ich gebe ihn dir. Aber vergiss das nicht. Oh, Scheiße. Ja, tragische Ereignisse.
Können wir hier irgendwas machen? Sieht so aus, als wäre dieser Tisch vor langer Zeit nicht mehr benutzt worden. Und das Schloss sieht verrostet aus. Oh. Klaus? Dad, ich bin es, Klaus! Ich habe Lukas auch erzählt, er soll vorbeikommen. Aber er ist die ganze Zeit am Grab der Mutter am Weinen. Dad, hier, ich lass dir diesen Apfel hier. Der Kern wird vielleicht hart sein, aber der Kern könnte vielleicht zu hart sein, um ihn zu essen, aber bitte, kümmere dich darum, dass du den Apfel isst. Ich werde viel stärker werden. Ich werde noch so stark werden, dass selbst die Dragos mir nichts mehr anhaben können. Dad, ich... Was? Oh. Wollen wir den Äpfel essen? Apfel essen? Na klar doch. Dann gucken wir mal, was so hart an diesem Kern ist. Ui. Im Innern des Apfels war eine Handfeile. Yeah. Natürlich typisch. Und hier können wir natürlich rausgehen mit dem verrosteten Schloss. Natürlich. Wie in jedem typischen Film. Sehr schön. Die Handfeile ist natürlich kaputt gegangen. Ich habe hier einen Cut gemacht, da ich das zu lange gemacht habe. Flint! Ich bin mir nicht wirklich sicher, was ich dir sagen soll. Was in Nava passiert ist, ist eine schreckliche Tragödie. Ich kann nicht nachvollziehen, wie du dich fühlen musst. Hinawas Beerdigung endete ohne Vorkommnisse. Lukas hat seit der Beerdigung immer nur geweint. His kleines Herz ist in zwei geteilt. Wenn da jemals etwas sein ist, das ich tun kann, bitte, lass es mich wissen. Ja, sollten wir vielleicht mal vorbeischauen, wo unsere Kinder sind. Ah, hier ist Strand. Nö. Ich glaube, wir müssen zurück. Oh, und wer bist du denn? Mr. Flint! Was ist los? Warum dieses traurige Gesicht? Komm, schauen Sie mal zu. Wir backen Brot für Sie. Na gut, dazu habe ich jetzt keine Lust, Brot zu essen. Wenn du etwas vom Map-Loving und Map-Owning-Mapsen brauchst, dann ist es eine Karte. Was? Das brauchst du nicht? Oh, Klaus und Lukas, die sind sicher am Sunset-Friedhof. Ah, er hat uns die Karte markiert. Sehr schön. Ja, nee, ich will gar nicht zuerst da. Ich will zuerst noch in den Shop gehen. Denn da es noch kein Geldsystem hier gibt, können wir die Sachen einfach mitnehmen. Und hier gibt es einen Flea Charm. Das mache ich noch. Genau, weil wir nebenwo. Was? Wir können nichts mehr haben? Ah, super, unser Equipment ist schon voll. Gucken wir uns das mal an. Ja, wir haben viel zu viele Antidotes. So viele brauchen wir eigentlich gar nicht. Und da wir die nicht verkaufen können, droppen wir die ganzen einfach. Ja, nochmal droppen. Und ja, nochmal droppen. Und dann können wir alles... Ja, das auch noch droppen. So. Nicht schlecht, auch noch droppen. Gut, das reicht, da haben wir drei. Und ich nehme den Flea Charm. Yeah, den nehmen wir natürlich. Und Radio. Und den equipen wir natürlich direkt. Mini Charm, Flea Charm, Defensive geht 5+. Das brauchen wir natürlich. Und wir droppen unseren Mini Charm. Drop, dann haben wir wieder ein wenig Platz. Und da diese Bombe, Running Bomb, können wir auch gut gebrauchen. Yeah, Running Bomb. Und das andere ist wahrscheinlich nur ein Antidote und das wollen wir im Moment nicht. Ich habe gedacht, da wäre schon neue Items gekommen, aber die erfüllen sich auch von selber wieder auf. Aber jetzt gehen wir doch zum Friedhof.
Flint, du hast es wirklich deinen Verstand verloren und bist ausgerastet. Ich weiß, du hattest deine Gründe, aber es ist wirklich falsch, deine Aggressionen an anderen auszulassen. Ja, tut mir leid, ich konnte nicht mehr anders, ich bin einfach durchgedreht. Wenn du die Dorfbewohner suchst, fast alle sind am Friedhof, beim Friedhof. Alle liebten Hinawa. Ja, es tröstet mich nicht. Wir können glückliche Dinge vergessen. Wir können wahrscheinlich auch traurige Dinge vergessen. Wir Menschen haben die Kraft des Vergessens. Ja, ich hoffe, dass wir es wirklich vergessen können. Mr. Flint. Ach, es ist so eine schreckliche Tragödie. Wir fehlen dazu die Worte. Ich habe ein Grab für Sie von besser Qualität vorbereitet. Deine Ehefrau, sie ruht nun in diesem Grab. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann wird es möglich sein, dass auch du neben ihr liegen kannst. Das ist wirklich ein 1A-Grab. Ja, vielen Dank, Nippolit. Okay. Es sieht so aus, als Klaus die erste Person war heute Morgen am Grab von Hinawa. Ich habe nach ihm gerufen und er hat mir ein kleines Lächeln gegeben. Und dann ist er einfach weggerannt. Oh, wo sind meine Kinder? Nichts Persönliches, aber ich bin wirklich nicht gut in solchen Dingen, wie ich mit dem handeln soll. Achso, ich bin... Ja, alle sind traurig. Und ich glaube, dass... Hinawa...